die Mütter spüren ja eh, was ihre Kinder brauchen. Die Kinder spüren das auch. Und da bei sich zu bleiben, ist wahnsinnig wichtig. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne ja den Ausgang der ganzen Geschichte schon zweimal, weil die andere Tochter ist ja auch schon relativ groß. Ja, das geht gut aus. Und ich habe auch, wenn ich sage, ich habe ja nur zwei Kinder, es könnte ja auch Glück sein, dass es bei denen gut ausgegangen ist. Nein, ich beschäftige mich auch jetzt mittlerweile beruflich sehr stark mit dem Thema. Und das ist kein Zufall, dass das gut geht, sondern das geht gut. Ja, das ist einfach so. Weil der Mensch, der werden darf, der ist. Die meisten von uns, also ich würde sagen ja fast alle von uns Erwachsenen, wir haben ja diesen Weg gemacht. Und jetzt kommst du daher und dann kommen deine jungen Menschen daher und kommen auf einmal klar ohne diesen ganzen Mist, weil wir haben alle da gelitten. Aber dann wirst du eben mit der Situation konfrontiert, dass ja dann das alles in Frage gestellt wird, dass alles, was dir da passiert ist, vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Und es macht ein Trauma auf. Ja? Also von der Ja, es macht ein psychologischen Seite Trauma ist das auf. ganz spannend, Ja. weil du natürlich diese Verletzungen in der Schulzeit, diese Demütigungen, nämlich Demütigung unter dem Zwang, sich nicht davon befreien zu können, das ist ja nochmal schlimmer. Ja? Also wenn dir was passiert und es passiert da halt einfach was, dann ist ja Pech. Und damit kommen Leute auch ganz gut zurecht. Also wenn dir jetzt ein Stein auf den Kopf fällt und du hast dann halt kein linkes Ohr mehr, dann ist das zwar tragisch, aber dann ist es irgendwie Schicksal und war so. Wenn das aber in einer Zwangssituation war, weil die Eltern haben dich dort reingesteckt, vollwissentlich, ja, und du hast dort gelitten unter dem Lehrer, weil dich der gedemütigt, gepiesackt hat, ja, oder weil du unter Mobbing gelebt hast, oder weil du, egal was du dort erlebt hast, ja, an unangenehmen Geschichten oder unter diesem Druck nicht mehr konntest. Und egal was da passiert ist, und irgendeine von diesen Geschichten und im blödesten Fall alle, hat jeder dort erlebt, ja, das ist einfach so. Und die einen, ebenso wie du sagst, reden sich das schön und die anderen und rechtfertigen das und die anderen leben damit und es ist ein Trauma und damit ist das vergraben. Man gibt das weg. Man redet da auch nicht drüber. Ich habe das im Buch auch kurz stehen, ja, dieses, wir stehen am Abend an der Bar und wenn wir genug getrunken haben, ja, dann kommt das Thema vielleicht kurz auf und dann witzeln wir drüber und allein die Art des Witzelns macht schon klar, dass es Verletzungen gibt auf der Ebene. Ja. Man versucht es dann so ein Stück, das macht man mit vielen Dingen, die einen belasten. Ja. Die versucht man dann im Humor so drüber zu holen und dann irgendwie so loszuwerden und zu verarbeiten. Das funktioniert aber für uns alle nicht, weil wir alle diese Verletzungspunkte haben. Das geht einfach nicht. Und jetzt haben wir da ein Trauma und dieses Trauma ist tief, ja, und das ist vergraben. Das macht man einfach so, mit dem kann man sich nicht beschäftigen. Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, mein Kind ins Homeschooling zu stecken und dieses Schulsystem so zu hinterfragen und mir wirklich zu überlegen, was passiert da meinem Kind? Wie läuft das ab, was dort ist, unter welchen Bedingungen? Lasse ich mein Kind da rein oder nicht? Ab dem Zeitpunkt, wo ich entscheide, nein, ich lasse es nicht rein, muss ich zwangsläufig, geht nicht anders, mich mit meinem eigenen Trauma ja auch beschäftigen. Und das tut weh. Ja? Und das machen Menschen nicht normalerweise. Ja? Also Menschen, die traumatisiert sind, und je früher diese Traumatisierung stattfindet, umso stärker haftet die, ja? Desto tiefer ist sie vergraben und desto schlechter kommt man auch ran. Und das ist Schulzeit klassisch, ja? Das ist zu früh passiert. Und an das, das ist Menschen zu steil. Ja? Und dann ist es tatsächlich so, dass Menschen dann lieber ihre Kinder in dasselbe Elend stecken und auch noch zuschauen und dann natürlich mitleiden, weil jede Verletzung von dem Kind ist eine Wiederverletzung, eine Retraumatisierung vom eigenen Problem. Ja? Und dann lieber mitmachen und das wieder tun. Und das ist genauso wie Kind, wie Eltern. Kind, also Eltern, die geschlagen worden sind, ihre Kinder auch wieder schlagen. Das ist nicht nur Überforderung, ja, sondern es ist einfach auch zu einem gewissen Teil ist das ein Problem von Traumatisierung. Und in der Schule findet das einfach ganz stark statt. Und deswegen ist dieser Schritt, das ist auch oft so. Ja, also ich finde das immer wieder, wenn ich dann Leute besser kenne und man redet dann doch ein bisschen tiefsinniger auch, dann bekommt man diese Geschichten auch erzählt, ja, von den Müttern, die Schulgeschichten, die nicht so gut waren. Und die der Auslöser waren, dass man sagt, nein, für mein Kind mache ich es jetzt anders. Und ich denke jetzt drüber nach, ich rede jetzt drüber. Sachen, die wirklich schlimm gelaufen sind, weil das muss man leider auch noch sagen, es gibt auch Sachen, die wirklich, wirklich schlimm waren, ja, also über die man auch allein nicht gut drüber hinwegkommt. Die werden dann tatsächlich auch wieder bearbeitet. Auch das habe ich in der Praxis manchmal. Und dann findet man für das Kind einen anderen Weg. Der ist nicht immer Homeschooling, aber der ist definitiv nicht das Regelschulsystem.